Hallo und herzlich willkommen aus dem Bayerischen Landtag. Hier ist wieder Plenum TV für TV Thuringen-Würzburg. Der Jahresbericht 2014 des Bayerischen Obersten Rechnungshofes ist veröffentlicht. Die Liste von Kritikpunkten lang. So soll zum Beispiel Kultusminister Dr. Ludwig Spänle für eine, ich zitiere, Förderung ohne Kontrolle bei der Erwachsenenbildung verantwortlich sein. Und Finanzminister Markus Söder beim Steuervollzug auf ganzer Linie versagt haben. Ja gut, der Oberste Rechnungshof kritisiert die Staatsregierung aufgrund von Geldausgabe. Ich stelle fest, dass Bayern das einzige Land ist, das Schulden abbaut, dass Bayern finanziell am besten in der Bundesrepublik dasteht. Und insofern ist die Kritik des Obersten Rechnungshofes in der Form nicht nachvollziehbar. Was ich feststelle seit vielen Jahren ist, dass der Oberste Rechnungshof auch Politik macht. Dafür ist er nicht da, dafür ist der Bayerische Landtag da. Ja, der ORH-Bericht sagte zum einen, dass nicht mehr Geld ausgegeben werden darf, als eingenommen wird. Und wir haben eine gute Lösung, wie man mehr Geld einnehmen kann. Wir fordern nämlich auch schon seit vielen Jahren, dass vor allem im Finanzbereich hier entsprechend mehr Steuerfahnder eingesetzt werden, dass die Finanzämter mehr personell gestärkt werden, weil das sind diejenigen Personen im öffentlichen Dienst oder auch im Freistaat, die Geld eintreiben. Kommen wir zu einem ganz anderen Thema. Der Europäische Gerichtshof erklärte die Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung für ungültig. Denn das Speichern von Telekommunikationsdaten ist ein besonders schwerwiegender Eingriff in das Privatleben. Zudem stammt die Richtlinie aus einer Zeit, in der noch keine Haushaltsgeräte digitale Spuren ihres Nutzers weitergaben. Ja gut, wenn die Richtlinie ungültig ist, dann wird es vermutlich eine neue Richtlinie geben. Wie die neue Richtlinie auszusehen hat, muss man der Urteilsbegründung des Europäischen Gerichtshofes entnehmen. Die kenne ich nicht. Ich denke, dass die in den nächsten Tagen kommen wird. Und dann werden die Kreise, die dafür zuständig sind, um eine neue Richtlinie ringen. Es ist natürlich so, einerseits brauchen wir ein gewisses Maß an Vorratsdatenspeicherung, um einerseits natürlich Kriminalität, internationalen Terrorismus zu bekämpfen. Andererseits brauchen wir natürlich aber auch ein gewisses Maß natürlich an Schutz der Persönlichkeitsrechte. Und insofern möchten wir jetzt klare Richtlinien anhand des EuGH-Urteils haben, um zu wissen, wie wir für die Zukunft hier verfahren müssen. Das war wieder Plenum TV für TV Thuringen-Würzburg. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Servus.